Ein Steyr-Derby im Zeichen des Abstiegskampfes. Die KSV ganz unten in der Tabelle. Sturm Graz 2 belegt den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Ein 6-Punkte-Spiel also für beide steirischen Vereine. Die Heimischen mit der ersten Möglichkeit im noch jungen Spiel. Links macht Winfried Amor wie so oft Meter. Im 1 gegen 1 gegen Maurice Amreich kommt der Kapfenberger aber zu Fall. Schiedsrichter Hakam zeigt auf den Punkt, clever gemacht von Amor, und die Chance für die Führung, aber Luka Maric hat da was dagegen. Maric entschärft den Elfer von Marc Grosse. Bitteres Ding für die KSV, die in Folge aber gewohnt kämpferisch einfach weitermacht. 21. Minute wieder. Amor legt ab und über Umwege dann noch diese gute Möglichkeit von Zikic. Der macht das technisch gut, der Abschluss dann aber neben den Kasten. Sturm 2 braucht, um in die Partie zu kommen, die erste nennenswerte Offensivaktion der Blackies, aber schön rausgespielt. Antonio Ilic mit dem guten Laufweg und dem Assist zum 1:0. Richtig schöne Aktion der Jung Blackies. Ilic mit einem schönen Laufweg, seinen Stangelpass kann Milan Todd zum mittlerweile 9. Saisontor einschieben. Die Führung völlig gegen den Spielverlauf. Wie würden die Obersteirer antworten, war die Frage. Und die Antwort, die kam dann auch nach 29 Minuten mit dem Ausgleich. Pichorna markiert den Ausgleich, nachdem er vor Mustafic enteilt war. Die KSV, sie darf neuen Mut schöpfen. Kurz vor der Pause der nächste Elfmeterpfiff. Es war der dritte an diesem Abend. Den ersten konnte Maric entschärfen. Den zweiten musste Schiedsrichter Hakam in Minute 15 zurückziehen. Ja, und den dritten gab es in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Und Marc Grosse bleibt bei diesem Duell gegen Maric Sieger. Die KSV kann die Partie also noch drehen und mit einem 2:1 in die Kabinen gehen. Ja, aber anstatt mit Momentum aus der Kabine zu kommen, spielen es die Kapfenberger in Durchgang 2 clever, nehmen viel Zeit von der Uhr. Die erste gute Möglichkeit, Minute 68 wieder. Maric mit dem Fuß dazwischen. Maric ja erstmalig für das U21-Nationalteam nominiert. Er wird mit der ÖFB-Auswahl am Montag Richtung Türkei aufbrechen. Die beste Möglichkeit seiner Vordermänner aus einem Standard, der richtig gut von Antonio Ilic angetragen ist. Nur das Aluminium kann verhindern, dass es nochmal spannend wird an diesem Abend. Und in der Schlussphase versuchen es dann auch die Gastgeber nochmal über einen Standard. Und das ein wenig besser als Sturm davor. Die Entscheidung durch Matthias Puschel. Ganz Kapfenberg atmet auf. Das Hinspiel war der erste Saisonsieg der Falken gewesen. Auch heute gehen die Jungs von Abdullah Ibrakovic verdient als Sieger vom Platz und melden sich nochmal zurück im Abstiegskampf von Liga 2. Na, wir haben es uns genau so vorgestellt. Haben gerade in den ersten 45 Minuten große Probleme mit den beiden Spitzen der Kapfenberger gehabt, die eigentlich selten unter Kontrolle gehabt. Und ja, und dann leider auch in den Zweikampfsituationen ja, sehr unerfahren agiert, dumme Elfmeter produziert und ja, aufgrund der ersten Halbzeit auch nicht unverdient. Weil wir in der zweiten Halbzeit schon Phasen gehabt haben, wo wir eigentlich dem Ausgleich sehr nahe waren.
Ich habe geträumt, diese Tage, das sind wir nicht Letzte, weil waren wir im November mit 2 Punkten definitiv schon nicht Letzte, Unterletzte waren wir. Jetzt sind wir heute, zumindest heute sind wir nicht Letzte, kann man jetzt gut feiern bis morgen, schauen wir mal, was passiert morgen.